Ach du Kacke. Da werde ich 120.000 mal hin und her fliegen dürfen. Obwohl, geht. Ich sah gerade nur so schnell aus, weil ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel letztes Mal gemacht habe und deswegen jetzt gleich alles auf einmal ins Inventar bekommen habe. Genau, wie geht's wieder? Und wir haben es geschafft. Der Reaktor funktioniert gleich. Jetzt. So, machen wir kurz fertig. Ich habe noch genug Energie. So. Ich hoffe, wenn ich nämlich dann ins Cockpit setze, wird die Energie aufgeladen. Sonst habe ich ein Problem. Okay, die Stunde der Wahrheit. Haha. Okay, das heißt, ich bin jetzt erstmal sicher fürs Erste. Das finde ich sehr gut. Das finde ich echt hammermäßig gut. So, der funktioniert jetzt auch, ja. Das ist auch ziemlich geil. Komm. Laderuckler. Das heißt, unsere Station wird jetzt mit Strom versorgt. Ja, das finde ich ziemlich gut. Oh Gott. So. Dann, was brauche ich denn hierfür? Hier. Oh, Metal Grid hatte ich dabei. Habe ich noch mehr Metal Grid dabei? Ja. Noch mehr? Nee. Ich nehme den Reaktor nochmal kurz schnell komplett auseinander. Oder habe ich das schon? Nee, da ist noch der Rest. Also ich bin schon wieder voll. Oh Gott. Geht echt schnell. Ich muss auch schnell hier irgendwas bauen, wo ich mein Zeug reinlegen kann. So. So, hier auch schon das Steel Tube. So gut, aber für React Components muss ich erstmal den Assembler hier runterbringen. Das mache ich dann jetzt mal schnell. So, was habe ich denn noch alles dabei, was ich hier nicht brauchen kann? Okay, kann ich das hier noch irgendwo verbauen? Ach, bestimmt. So, jetzt habe ich nichts mehr. Genau. Okay, jetzt fällt den Assembler. Ah, da ist immer noch was da, okay. Ich sehe noch kurz auseinander. Irgendwas braucht bestimmt Construction Component. Immer. Sind sie drüben noch? Mal kurz gucken. Okay. So, dann lade ich mal kurz den Rest ab. Ist kaputt. So, hier. Scheiße, stimmt, aus dem Assembler habe ich schon mal was ausgenommen. Das könnte jetzt böse enden. Muss ich irgendwo anders her Computer bekommen. So, und wir sind gleich voll. Ein Assembler. Assembler. So, jetzt krieg ich aber nicht mehr an den Reaktor, ne? Das war natürlich nicht so schlau. Ich packe einfach hier auf das noch nicht fertig gebaute. Ist ja egal, wie gesagt, das kommt jetzt dann alles noch weg. So. Und ich will kurz auf den Rest.
So, also der Assembler und die Refinery sind erstmal das Wichtigste. Weil dann kann ich Teile herstellen und dann bin ich eigentlich safe. So. Den kann ich auch noch raus und den letzten Rest. Und passt. Hoffentlich fällt da jetzt, fliegt da jetzt nichts auseinander. Ne, sieht gut aus. Gut. Aber da kommt ja auch echt viel Zeug rein. Also 130 D-Plates, das ist schon einiges. Das ist echt einiges, die 130 D-Plates. Über 50% vom Ganzen. Ich denke mal, die Prozentanzahl rechnet sich aus der Gesamtanzahl von den Teilen, also die 130 plus 40 plus 12 plus 8 plus 4 plus 80 plus 20 durch 100 mal 1%. Schätze ich. Und damit das halt dann noch grafisch dahin gehauen, bei wie viel der jetzt gerade ist. Irgend sowas, schätze ich. Weiß nicht, gebe ich mir das Spielprogrammierung nicht aus. Ich mache Small Steel Tubes und Motoren. Muss jetzt gucken, wie viel passt denn hier rein. Okay, 1. Ist Multi-Steel Tubes drin? Nee. Hier sind Motoren drin. Und Multi-Steel Tubes, perfekt. Ah, ärgerlich. Ich brauche noch Displays. Soll ich hier noch Displays drin? Ich weiß gerade nicht, wie die ausschauen. Nee. Okay. Ich dachte gerade, es wären Displays. Die schauen so ähnlich aus, ne? Ach. Hab vergessen, dass ich den Assembler schon weg habe. Okay. Displays. Die werden keine Displays haben, schätze ich mal. Nee, hätte mich auch gewundert. Der auch nicht. Der auch nicht. Die Displays, ne? Genau. Ich muss mich aufladen. Und zwar echt schnell. Hoffentlich. Gut. Finde ich gut, wie das jetzt läuft. Ich denke, für Stromverbrauch dürfen wir noch keinen großen haben. Und ja, sonst passt das mal alles. Sonst haben wir auch erstmal genug Uran. Denke ich, wie viel habe ich denn hier drin? 0,33. Ja, die dürften für einige Zeit reichen. Ich tue mir den mal hier ein bisschen runterstellen. Also nicht aus, sondern runterstellen. Obwohl, den kann ich mal komplett ausmachen. Und den Beacon auch. Uiuiui, da braucht aber ganz schön viel, wenn man das so weit hat. Naja, darum kümmere ich mich später. So. Ich hatte die Medical Station angefangen auseinanderzubauen. So, das packe ich jetzt mal alles in die Kiste. Das brauche ich da unten zumindest noch nicht. Ich brauche dann die Displays und so. Ich habe schon Displays, das finde ich gut. Dann gucke ich kurz, was da unten reinpasst und dann. So, da, oder? Nee, wo ist das Ding jetzt alles? Da. Ich brauche Computer 70 Stück. Ach du heilige Kacke.